In diesem Video stelle ich euch einen Trick vor, mit dem ihr sofort mehr Erfolg auf YouTube haben werdet. Dieser Trick ist einer der Gründe, warum ich in nur einigen Monaten 1000 Abonnenten aufbauen konnte und wird nicht nur auf YouTube, sondern allgemein auf der Welt von den erfolgreichsten Menschen überhaupt genutzt. Hey, ich bin Wo und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um YouTube. Wenn du neu bist, dann lass doch jetzt ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Jeder von uns will Erfolg auf YouTube haben. Zwar definieren wir es alle unterschiedlich, manche wollen berühmt werden, andere wollen hauptberuflich davon leben und andere wollen sich einfach nur eine kleine Community aufbauen und Spaß haben. Welche Form Erfolg ihr auch immer anstrebt, es spielt an sich keine Rolle. Heute habe ich nämlich einen wichtigen Tipp für euch, den ich aus dem Buch Think and Grow Rich übernommen habe. Und zwar lautet dieser Tipp für das heutige Video: Formuliere klare Ziele. Ich habe beim anderen Video schon angekündigt, hierzu ein extra Video zu machen, da es einfach unglaublich wichtig ist. Wenn ihr euch ein klares Ziel formuliert, dann werdet ihr doppelt so schnell Erfolg haben. Wenn ihr dann noch einen guten Plan dazu erstellt, dann geht es dreimal oder viermal so schnell. Und genau darum soll es heute gehen. Erstens, wie formuliere ich ein klares Ziel? Zweitens, wie baue ich dann einen guten Plan darum auf? Fangen wir mit dem Ziel an. Schreibt euch erstmal auf ein Stück Papier, in euer Handy oder sonst irgendwo euer Ziel hin. Das könnt ihr natürlich auch auf andere Dinge im Leben anwenden. Aber auf jeden Fall, wenn ihr ein erfolgreicher YouTuber werden wollt, dann ist dieses Ziel erstmal noch recht schwammig, weil erfolgreicher YouTuber, das wollen wir alle werden, das ist ja noch nicht genau definiert. Werdet genauer, geht in euch, was genau wollt ihr? Sind es viele Abonnenten? Dann setzt euch da ein Ziel. Wollt ihr von YouTube leben? Dann setzt euch ein klares Ziel, wie viel ihr verdienen wollt. Außerdem setzt euch auch einen klaren zeitlichen Rahmen dazu. Ich gebe jetzt einfach mal drei Beispiele dafür. Zum Beispiel, bis 2020 will ich 5000 Abonnenten haben. Oder im Jahr 2020 will ich 30.000 Euro mit YouTube verdienen. Oder in 5 Jahren will ich hauptberuflich YouTuber sein, also will ich bis dahin mehr verdienen als in meinem aktuellen Job. Das klare Formulieren eures Zieles kann dabei helfen, dass sich dieses in euer Unterbewusstsein einprägt und das wird dabei helfen, das Ziel zu erreichen. Als nächstes kommt dann der Plan. Macht euch einen Plan, wie ihr dieses Ziel erreichen wollt. Dafür solltet ihr euch niederschreiben, welche Art von Content ihr auf eurem Kanal bringen wollt, also mit was für eine Art von Videos ihr euer Ziel erreichen wollt. Außerdem könnt ihr das große Ziel auch in kleinere Ziele runterbrechen. Ich veranschauliche euch das mal mit meinem Ziel. Aktuell setze ich meine Ziele zwar mal höher, aber an sich war es so, dass ich die letzten Monate jeden Monat mindestens 100 Abonnenten haben wollte. Mein Wochenziel war daher ca. 30 Abonnenten, weil ich auch ein kleines Puffer für Deabos haben wollte. Und täglich war mein Ziel, 4 bis 5 Abonnenten zu gewinnen. So habe ich mein Ziel Stück für Stück heruntergebrochen. Wichtig ist natürlich auch, dann zu wissen, was man für diese Ziele tun muss. Denn 5 Abonnenten am Tag ist ja ein gutes Ziel, aber das erreicht man eben auch nur, wenn man dann auch besonders gute Videos macht. Aber darüber habe ich ja schon in anderen Videos gesprochen. Ein klares Ziel zu haben ist für mich auf jeden Fall der Tipp Nummer 1 im Leben generell. Aber macht euch keine Angst, wenn ihr jetzt noch keinen Plan habt. Es ist nicht schlimm, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr wollt. Die meisten von euch sind noch so verdammt jung, ihr habt noch so viel Zeit in eurem Leben. Ich bin ja auch jetzt erst 20 und mein Chef ist aktuell fasziniert von meinen Plänen. Ich selbst hatte dabei aber oft das Gefühl, dass ich komplett hinterherrenne in meinem Leben, da ich, als ich mit der Schule fertig war, noch überhaupt kein Ziel hatte. Doch das stimmt ja nicht. Mein Chef zeigt mir immer wieder, dass ich doch recht weit bin für mein Alter. Leider hat nicht jeder von euch so einen Chef und deswegen bin ich gerne so gesehen euer Ersatz. Ich möchte euch motivieren und dabei helfen, eure Ziele auf YouTube zu erreichen. Daher, wenn ihr neu seid, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, um keine weiteren Videos mehr dieser Art zu verpassen. Ich habe jetzt auch noch wieder eine Challenge für euch. Und zwar, welche Art von Erfolg ist euch am wichtigsten? Reichweite, Geld, Community oder Spaß? Ich wollte demnächst mal ein Video über die 4 Arten von Erfolg auf YouTube machen und wenn ihr einen guten Kommentar schreibt, dann habt ihr die Möglichkeit, mit dem Kommentar in dieses Video eingebaut zu werden. Und wenn ihr noch eine ganz andere Art von Erfolg kennt, dann könnt ihr die natürlich auch nennen. Abschließend bedanke ich mich noch bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch dazu bringen, ein klares Ziel zu formulieren. Es wird euch auf jeden Fall sofort dabei helfen, den Fokus richtig zu setzen und ihr solltet auch schon bald Verbesserungen spüren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute! Und ciao.